Wegen eines Unfalls besteht große Sorge um den mächtigen Fluss Mekong. Im Touristenort Luang Prabang ist ein Lastwagen umgekippt, der 30 Tonnen Schwefelsäure geladen hatte. Ein Teil der ätzenden Flüssigkeit ergoss sich in den Nam Con River, wie thailändische Medien berichten. Dieser Fluss mündet in den Mekong, der als Lebensader Südostasiens bekannt ist. Laut Bangkok Post seien die Messwerte im Wasser nicht bedenklich, obwohl der Unfall bereits am Mittwoch war. Behörden beider Länder hätten beschlossen, Wasser aus dem Xayaburi-Staudamm in Laos abzulassen. So wird die Schwefelsäure verdünnt und die Auswirkungen flussabwärts Richtung Thailand werden abgemildert. Besonders groß ist die Sorge, da bald das bekannte Wasserfest Songkran in Thailand ansteht. Bislang sei das Schwimmen und Fischen im betroffenen Gebiet unbedenklich, teilten die Behörden mit.